So, was geht ab, liebe Freunde der gepflegten Volksmusik? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Heute kriegen wir Kopfgeld. Nein, heute werden wir mal schauen, was macht eigentlich der Rettungsdienst, wenn er nicht im Einsatz ist oder wenn er sich unbeobachtet fühlt. Wohin fährt er, was macht er oder was tut er? Vielleicht haben wir sogar ein paar Einsätze am Start. Mal schauen, wie es hier abgeht. Ich habe hier schon mal ein Auto stehen. Und wir können eigentlich direkt einen Medic rufen, oder? Oder? Nehmen wir den mal hier. Wo ist denn der jetzt? Oh, der hängt mit dem Auto. Ah, was? Könnt euch mal. Das ist was für Red Arcaden. Oha. Vielleicht kommt jetzt der Mediziner. Ich bin gespannt. Okay, den dürfen wir nicht verlieren. Das war episch, wie er dranhing, ne? Fand ich schon krass. Nun Leute, jetzt hört mal, hier ist ein Notarzt, hier ist ein Einsatz. Ich bin mal gespannt, ob die ihre Arbeit gut machen. Die Person liegt da nicht mehr auf dem Boden, die ist wohl weg irgendwie. Vor allem der Mediziner kommt, er tut nichts. Er macht einfach nichts. Wir haben den Einsatz reinbekommen. Ich bin jetzt mal gespannt, was macht der Mediziner, wenn man ihm folgt. Und Freunde, wenn ihr mehr von diesen Videos sehen möchtet, dann lasst mal gerne ein Like da und einen Kommentar. Und sprengt mal den Like-Button, wenn ihr das mit der Feuerwehr sehen möchtet. Was macht die Feuerwehr, wenn man der Feuerwehr folgt? Es passiert tatsächlich nichts, aber das Schöne dabei ist, wenn man die rammt oder so, die steigen nicht aus und töten einen. Nein, nein, nein. Die steigen aus und wollen halt zusammenschlagen. Da ist ein Stoppschild. Mal sehen, mal sehen. Okay, Mediziner fährt einfach straight rüber. Juckt die gar nicht, ob ein Auto kommt oder so. Und wisst ihr, was mich persönlich extrem interessiert? Was passiert, wenn man der US Army folgt in GTA 5. Also wirklich den FIB oder der US Army. Es gibt ja diese US Army in der Mesa, also in diesem Auto, im Mesa. Die gibt es ja tatsächlich auch in der Militärbasis. Und ich wäre mal interessiert, was machen die, wenn man denen folgt? Also der Krankenwagen macht nicht wirklich viel. Und irgendwie kriegen die alle auch keine Einsätze rein. Das wundert mich extrem. Eigentlich darfst du fahren. Das war knapp. Kann man die vielleicht ein bisschen nervös machen, weil man dem Gas spielt? Okay, die fahren direkt los. Kacke, die wollen mich schlagen. Hilfe. Ich hoffe, die sind gleich nicht mehr sauer auf mich. Ich will denen nämlich noch folgen. Jetzt sind sie sauer auf mich. Okay, jetzt sind sie nicht mehr sauer. Jetzt können wir wieder hin. Mediziner haben ja richtig Bock, Alter. Heftig. Die Mediziner, die haben richtig Bock, Alter. Ich merke das schon. Und die fahren jetzt auch bei Rot rüber. Also, fahren die hier auch... Ey, die fahren hier auch bei Rot. Man kann die ja richtig provozieren. Die werden richtig aggressiv im Straßenverkehr. Boah. Den lassen wir natürlich vor. Alter, die sind ja richtig... Alter! Was machen die? Krass! Die gehen ja völlig ab. Boah, er ist wieder aggressiv, ey! Lass mich in Ruhe! Ey, der hat was gegen mich, ne? Schnell die sauer werden. Jetzt fahrt doch. Weil ich bin richtig einge... Boah. Er macht richtig Auge bei denen. Ey, jetzt bleibt ruhig. Wir können das auch mit Worten klären. Ey.
Nicht! Bitte! Ich bin nur ein armes, junges Lamm. Gucken, was passiert, wenn man ihn den Weg blockiert. Hey, bleib ruhig. Boah, er weiß gar nicht, was er machen soll. Er kommt gar nicht ran da. Okay. Scheiße. Er hat mich ausgetrickst. Okay, fahren wir weiter. Okay, er ist wieder sauer. Er ist sauer. Okay, er ist wieder sauer. Ich muss schnell weg. Alter, er ist auch wütend, ne? Das ist ein garstiger Typ. Ich will mal wissen, was passiert, wenn er nicht in sein Auto steigen kann. Okay, ich habe die Tür nicht berührt. Er kann hier theoretisch gar nicht mehr einsteigen. Jetzt will ich mal sehen, wie GTA das löst. Mit welcher Logik. Ey, er hat keinen Beifahrer? Lol, er hat gar keinen Beifahrer. Ey, lass Ruhe. Ich blockiere ihn jetzt mal komplett den Weg. Er kann nicht mehr einsteigen. Nein. Nein! Das passiert gerade nicht real, oder? Ihm wird der Einsatzwagen geklaut. Anhalten sofort. Ich will mal gucken, was der Mediziner macht, wenn er den erwischt. Er gibt dir direkt eine auf die Fresse. Oh, sorry. Das wollte ich nicht. Oh, nein, das wollte ich auch nicht. Schnell Lester anrufen. Ich will wissen, wie der Mediziner... LOL, der wird wieder geklaut. Boah, das geht richtig ab hier. Boah, das ist hier richtig ein Kampf um den Einsatzwagen. Oh, jetzt kommt die Polizei auch noch dazu, Leute! Was geht hier ab, Digga? Ich bin jetzt gespannt, was passiert mit dem Einsatzwagen hier auf der Straße. Ich bin wirklich gespannt. Kommt er wieder? Holt er seinen Einsatzwagen wieder? Oder bleibt er hier einfach auf der Straße stehen? Haut ab. Das interessiert mich gerade richtig brennend. Ob der wirklich noch wiederkommt. Es kommt einfach kein Mediziner. Hängt das vielleicht damit zusammen, dass der eine Mediziner sein Rettungswagen gestohlen wurde? Hätte der vielleicht den Einsatz annehmen müssen? Nein, es kommt einer. Es kommt einer. Es kommt ein Mediziner. Es kommt ein Mediziner, krass. Hätte ich nicht für möglich gehalten gerade. Der braucht ganz schön lange. Und das ist ein anderer. Es ist ein anderer, es ist einer aus dem Norden. Das ist keiner aus der Stadt. Boah, die werden genauso aggressiv. Krass. Also, die sind genauso drauf wie die aus der Stadt. Boah, er fährt rückwärts. Der ist doch nochmal eine Nummer härter. Der ist doch nochmal eine ganze Nummer härter. Der will mich haben, weil ich ihn angehupt habe. Okay, er dreht um. Boah, der ist richtig hartnäckig, ne? Der ist richtig sauer auf mich. Ey, der hört auch gar nicht auf, sauer zu sein. Boah, guck mal, wie der aggressiv der ist. Der hat gar keinen Bock auf mich. Boah! Der dreht völlig frei. Guck mal, der ist sauer auf mich, aber er steigt auch nicht aus, ne? Wie der Typ abgeht. Aber jetzt ist er nicht mehr sauer auf mich. Jetzt ist der Kreis von der Karte weg. Aber jetzt wird er richtig wütend. Der fährt richtig schnell. Ich bin auf seine Reaktion gespannt. Guck mal. Boah, er wird richtig sauer. Er will mich verkloppen. Heftig.
Ich will mich unbedingt haben, Digga. Jetzt hat er Angst. Oh, jetzt will er mich wieder haben. Ja, man kann ihn richtig ärgern, ne? Man kann ihn richtig im Kreis. Ey, das ist unglaublich, ne? Oh. Jetzt hat er Angst, jetzt hat er Angst. Ich muss ihm folgen, ich will wissen, wo er hinläuft. Oh, Kacke. Ich mache Medizinern das Leben so schwer. Ich darf ihn jetzt nicht aus den Augen verlieren und Lester rufen. Ich folge ihm ja zu Fuß. Guck mal, ob er irgendwann was macht, wenn ich ihm zu Fuß folge. Kann ich ihn auch umrempeln bestimmt, ne? Oh, er hat richtig Angst. Eine Prostituierte, na klar. Bro, jetzt werde ich doch mal. Boah! Was? Boah! Er gibt die richtig, Digga! Was? LOL! Ja. Der wird auch gar nicht sauer auf mich, der hat richtig Schiss vor mir. Es ist krass, ne? Wie die sich verhalten. Teilweise so unmenschlich. Ich bin jetzt mal gespannt, ob die gleich über ihn rüberfahren. Fahren die gleich über ihn rüber? Ja, fahr doch! Ich will mal wissen, ob die über ihn rüberfahren, die NPCs. Medizin am Boden. Er ist tot! Ich habe ihn tot gerempelt? Also, Fazit aus diesem Video. Ich muss wirklich sagen, ich bin echt erstaunt. Ich hätte nicht gedacht, dass das zu so einer Wendung führt, dass die Mediziner kriminell werden und dass das alles so ausgeht. Hätte ich niemals mitgerechnet. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne ein Like da lassen und mal in die Kommentare schreiben, ob ihr, was ihr gedacht habt, wie der Mediziner sich verhält oder was der Mediziner macht. Würde mich mal sehr interessieren. Und wenn ihr Bock habt auf weitere solche Formate, gerne mal ein fettes Like da lassen. Oder in den Kommentaren was da lassen. Gerne abonnieren, Glocke drücken, ihr wisst Bescheid. Bis zum nächsten Video. Eure Weißwurst.